Das Sprachreden, was bedeutet das im biblischen Sinne und warum gibt es das heute nicht mehr im biblischen Sinne? Erstens, bei diesen Sprachen handelt es sich um ganz normale Fremdsprachen. Neben Hebräisch und Griechisch, was damals die Weltsprachen waren, konnten an Pfingsten wiedergeborene Christen in Fremdsprachen sprechen, die sie nicht gelernt haben. Das war ein Sprachwunder Gottes zum Zeichen und zur Machterweisung Gottes gegenüber den Ungläubigen. Das war also kein Gelalle oder Kauderwelsch, sondern Sprechen in Fremdsprachen, die sie selbst nicht erlernt haben. Zweitens, und dies war eine Gabe Gottes, ein Charisma, dass ein Christ in einer Sprache sprechen konnte, die er nicht erlernt hat. Das war keine Sprachkompetenz, sondern eine Gabe des Heiligen Geistes. Drittens, das Wesen dieses Sprechen in Fremdsprachen war, dass es ausgerichtet war auf Gott. Das heißt, die Christen haben nicht in Fremdsprachen zu den Zuhörern gepredigt, sondern sie haben Gott gepriesen und angebetet in diesen Fremdsprachen. Ausgerichtet auf Gott. Und das hatte große Signalwirkung. Zum einen vor den ungläubigen Juden. Die mussten nun schmerzhaft begreifen, es ist nicht mehr ein exklusives Vorrecht der Juden, Gott anzubeten, sondern jeder Mensch aus allen Nationen und Sprachen können nun Gott anbeten. Und es war ein Zeichen vor den ungläubigen Nichtjuden. Sie konnten nun begreifen, dass auch sie Zugang haben zum lebendigen Gott und in ihrer Sprache Gott anbeten können. Drittens, der Zweck dieses Reden in Fremdsprachen ist aber immer Erbauung. Es war keine religiöse Show, sondern Erbauung der Zuhörer. Fünftens, deshalb mussten diese Fremdsprachen ausgelegt werden. Das Reden in Fremdsprachen musste ausgelegt werden. Das heißt, es musste zum einen übersetzt werden und erklärt werden, was da gesagt wurde, dass es wirklich zur Erbauung diente. Ansonsten wäre es einfach nutzlos zuzuhören, was einer in einer fremden Sprache sagt. Es musste übersetzt und erklärt werden. Nun, gibt es dieses Reden in Fremdsprachen als Wunder heute noch? Definitiv nicht. Erstens, es ist ein Charakter jeder Haushaltung, geistlichen Heilsgeschichte, dass es mit Zeichen und Wunder beginnt. Und so begann auch das Christentum mit Zeichen und Wunder. Das sagt Hebräer 2 ganz klar. Und das war eines dieser Zeichen, das Reden in fremden Sprachen. Zweitens, 1. Korinther 13 sagt ganz deutlich, Erkenntnis und Weissagung wird weggetan werden am Tag der Entrückung, aber das Reden in Sprachen wird aufhören, abklingen, das ist ein anderes Wort, es wird also früher aufhören vor der Entrückung. Und auch die Kirchenväter, die wiedergeborenen sogenannten Kirchenväter, berichten nichts von diesem Sprachenreden. Im Gegenteil, sie bestätigen sogar das, was ich hier in diesem Video erklärt habe.